Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part in Wax to Witches Cursed Challenge oder in der Extrem Hardcore No Money Change, gekürzten Extrem Hardcore No Money Change, je nach Ansichtssache. Meiner schreibt direkt ein Kinderbuch, los! Los! Ich sagte direkt. Das stand so nicht im Script, den es nicht gibt, aber ja, egal. Ja, doch, machen wir, weil dann besuchen wir noch irgendwen. Ja, doch, machen wir so, besuchen wir dann irgendwen, den wir noch nicht besucht haben hier. So, kennen wir eigentlich noch die Leute oder kennen wir die nicht mehr, ist die Frage. Ist halt echt die Frage, kennen wir noch irgendwen, kennen wir nicht die Leute? Kennen wir gerade noch die Janae, die wir erst kennengelernt haben, aber naja. Lilly hasst uns wirklich, scheiße. Ah, Liebesmails kann ich ja noch gar nicht schreiben, stimmt ja. Ich vergessen, wo will Cassie hin? Schneeschaufeln, okay, von mir aus. Gehst du mir wenigstens nicht auf die Nerven. Aber weil irgendwann muss ich die echt einsperren irgendwo. Weil die gehen mir echt auf die Nerven, die beiden Girls. Beiden Girlies. So. Nice, nächstes Level der Schreibfähigkeit, cool. Cool. Level 3 sogar. Kurzgeschichten schreiben und Entschuldigung für andere Sims. Sachbücher Referenz nehmen, mit anderen über Lieblingsbücher, Lieblingsautoren reden. Nice. Einfach Level 2 habe ich jetzt vorgelesen? Keine Ahnung. Nee, hier ist es. Selber Bücher veröffentlichen, okay. Ja, ansonsten gibt es dazu nichts. Unternehmerfähigkeit. Sascha hat begonnen, Unternehmerfähigkeit auszugreifen. Wenn er alles gibt, um die Fähigkeit zu verbessern, war Ruhm und vor allem Reichtum. Auf ihn und schon wieder redet die mir auf den Zeiger. Und was bin ich? Ich bin traurig, weil wer gestorben ist. Ich hab die gehasst, EA, ihr Trottel. Aber das ist ein geliebter Sim. Ich hab die gehasst, ihr dummen Vollidioten. Ich hab die Frau gehasst. Da steht sogar noch, Sascha und Dings wurden zu Feinden und so. Ich hab die gehasst, aber bin jetzt auf einmal traurig deswegen. Hört einfach auf, das Spiel zu bearbeiten. Weil ihr seid eh viel zu blöd dafür. Viel zu Gehirn amputiert. Meine Fresse, ey. Also wenn man mir, also es wird eine Challenge sein. Also die größte, also wir reden ja oft über Challenges, wir machen ja viele Challenges. Also die größte Challenge ist, größere Idioten zu finden, als wir Mitarbeiter von EA und Maxis. Meine Fresse, ich hab die Frau gehasst, aber meiner geliebten Sim verloren. Wahrscheinlich am Arsch, ey. Das hier ist das Richtige. Und nicht das Trauer hier. Wegen einem Feind. Ach ja, zu einem Niedergang des Feindes. Ablehnen meines geliebten Sim kann automatisch sein. Der Verlust eines Feindes kann erleichtern. Sims können einem Grabstein lachen, um Frieden zu finden. Und dann habe ich noch, ja, geliebter Feind, weil ich habe die ja nicht gehasst und so. Nee, nee. Ablehnen meines geliebtes Menschen versetzt sie zurückgeblieben in Trauer. Sims können einem Grabstein trauen, um Frieden zu finden. Ich habe keinen geliebten Menschen in dem Spielstand. So. Das war ein Feind, den ich verloren habe. Jetzt kann ich mal kurz zeigen. Ist sie noch hier irgendwo? Nee, die ist nicht mal mehr in der Liste. So sehr habe ich die gehasst. Meine Fresse. Und jedes Mal, wenn so eine irrelevant, unrealistische Scheiße ist, werde ich cheaten. Weil das sehe ich nicht ein. Ich muss mich nicht von den Vollidioten verarschen lassen. Ey. So, ich schreibe nochmal ein Buch. Ja, genau so ist es. Kleinvieh macht auch Mist. Und wir schreiben noch eins direkt. Dass wir dreimal Tantiemen bekommen. Dass wir hoffentlich damit dann einfach die nächsten Rechnung bezahlen können und fertig ist. Nein, Cassie, du darfst nicht mit mir reden. Nein. Darfst mal hier schlafen gehen wieder. Geh mal hier schlafen. So, genauso wie Miku. Ihr dürft die ganze Zeit schlafen gehen, so geht ihr mir nicht auf die Nerven, hoffentlich. So. Und nein, du hast nicht dem Scheiß hier zu. Ich weiß nicht, welcher Vollidiot das von den KIs mal wieder eingeschaltet hat, aber nee. Ah, okay. Ich habe gehört, dass jemand, der im Herzenlager am Leben geschieden ist, mein herzliches Beileid. Das ist nett, Nancy. Das ist sehr, sehr nice. Außerdem schreibt man doch gleich mal Liebesmails, weil das verhindert, dass die Leute aus der Liste verschwinden, hoffentlich. Ah, ne, können wir noch nicht, ne? Ein Level noch. Ja, dann bleiben wir einfach kurz durch. Und wir kriegen ja eh noch nicht so viele so krasse Tantiemen, deswegen können wir das gerade noch mitnehmen, finde ich. So, ich schreibe da noch eine Girls-Geschichte danach, das wir Level 4 vielleicht noch erreichen. Lukas Hajo. Okay, deine Frau finde ich okay, die Ava. Und naja, dich würde ich gerne bestehlen. Und deine Frau, vielleicht schnappe ich mir die noch. Und Cassie, wo du da bist, kann dir eh keine reinhauen, sondern die. Warte mal, was ist das? Weil ich bin aus meinem Garten. Ja, das können wir später machen. Erstmal kannst du ihn aussaugen. Das macht mehr Sinn. So. Miko säubert, nice. Nice. Alles, was nicht mit mir reden zu tun hat, ist in Ordnung. Abwarten, was geschieht. Das war super leckeres Pasma. Ich komme auf jeden Fall zurück. Ja, dass du in unseren Garten zurückkehrst, glaube ich dir super. Ich kehre auf jeden Fall zurück in meinen Garten. So.
Ja, ist mir egal eigentlich, wie der Scheiß heißt. Hör mal auf, hier Schnee zu schaufeln, das musst du nicht, Kollege. Und er trampelt einfach drüber. Nice! Level 4, ich kann jetzt Liebesmatch schreiben. Nice, nice, nice. So, mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht gerade. Aber ist okay. Gerade. Wobei, ich muss eigentlich nur alles selber veröffentlichen. Gedichte schreiben, aus dem anderen Sims Liebesmatch schreiben. Nice. Nein, 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 du musst nicht mehr mit dem reden. Hör auf! Genau, super. Als hätte er mich gehört, super. Genau, mach mal hier Liebes. Nein! Nein! Jetzt verpiss dich mal, Junge! Nein! Weggehen! Wobei, falsche Selbstsicherheit einflößen. Ja, machen wir kurz ein bisschen Schleimfähigkeit hier. Ist eigentlich okay, dass wir dem ein bisschen Selbstsicherheit einflößen, die falsch ist. Und dann verschwinde mal aus unserem Garten. Cassie! Du magst doch so gerne Leute aus uns verschwinden. Hör mal auf jetzt hier. Nein! Meine Fresse, immer diese Husos, ey. Cassie, geh mal weg da. Meine Fresse, gib mir so auf den Nerven, wisst ihr das? Genau, rede du mit dem. Du suchst sowieso Freunde oder Partner oder was weiß ich, was sie sucht, ey. Ist mir auch egal eigentlich. Genau, verpiss dich, Ayo. Gute Idee. Aber wir machen nochmal deutlich, dass du dich. Also, okay. Gut. Ich hoffe, er ist dann auch weg. So, dann kannst du hier schlafen gehen und Miko kann. Auch mal aufhören, du kannst hier schlafen, bestäuben und schlafen gehen danach. So, so, perfekt, cool. Dann passt das doch, dann darfst du eben kurz hier, nein, musst du nicht. Kannst hier Liebesmatch schreiben an die Frauen, an die wir noch keine, also die war noch, die nicht bei uns wohnen, abgesehen von Cassie, weil er soll ja so eine Dings sein, so eine, ne, soll ja so eine romantische Beziehung sein zwischen Vorgeschichte zwischen Cassie und meinem, aber vielleicht hat meine auch einfach genug von Cassies Gefühlen gehabt und so. Und ich meine halt aus ihrer Zeit als junger Erwachsener natürlich. Als Teenie wollte sie nur, dass sie halt diese Bindung mit ihrer Mom haben kann, weil, also diese, ne, dass halt Bella ihre Mom sein kann. Weil das ist ja normalerweise so, ne, und deswegen halt. Aber geht halt nicht, wenn beide auf einer Altersstufe sind, was halt schon Sinn macht, aber es geht mir jetzt mal auf die Nerven. Auch wenn es Sinn macht, so. Ja. Clara, Lucia, Mama. Genau. So, genau, genau, genau. Das mir schreiben auch an den Rest natürlich. Aber krass, dass Nancy so eine Mail schreibt, so von wegen, hey, ich habe gehört, jemand, der dir aus dem Leben, hab gehört, jemand ist gestorben und so, herzliches Beileid und so, weil Nancy, die ist ja eigentlich, dachte ich, nur an Geld interessiert, aber. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Schade, dass wir nicht mehr stacken können erstmal, aber ja. Ist okay. So. Ja. So, haben wir alles veröffentlicht eigentlich? Ja, haben wir, okay. Cool. Dann möchte ich allerdings noch ein Buch schreiben, bitte. Genau, weiterschreiben. So. Genau, genau, genau. So. Oh, hi. Hi Ulrike. Hey, freundlich vorstellen, ja, mach das mal. Gute Idee. Dann machst du das mal genau vorher. So, genau. Also, wie es mal stacken war, kurz. Achso, oder auch nicht. Ist egal, solange es macht, der Boy. Der Boy macht das gerade sehr gut. Dann machen wir hier. Nee. Können wir noch nicht, okay. Achso, stimmt, ich muss erst weiterschreiben, ich höre nie. Kennst sie aber, ne? Gut. Gut, 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 gut. Ich glaube, wir wollten auch mal mit Ulrike flirten, und nach Baby-Challenge-Versuch, aber sie jetzt abgelehnt gehabt. Ihr verlost halt. Ja. Nee, du musst da nicht sein. 3 Tagen können wir eigentlich weitermachen hier. Ja, leider. Ich hab keinen Bock, ein Wettersteuerungsgerät zu holen. Vielleicht klappt es ja, wenn meiner mit Cassie flirten müsste eigentlich. Nee, Ulrike, hör mal auf, mit der zu reden, so. Und bei andererseits redet Cassie nicht mit mir. Nein, Miko! Ich habe Nein gesagt, verdammte Scheiße, ey. Meine Fresse, muss die mich immer anlabern, die blöde Kuh. Ey, ich sperre jetzt echt bald jeden Raum ein, wo ich drinne bin. Es reicht. Mit dem Scheiß anlabern. Meine Fresse, ey. Ja, können wir uns nicht leisten. Ja, wie du deine Träume verwirklichst, geht mir am Arsch vorbei und ich hab Dings, ne? Ja, super. Ich hab gerade erst angefangen mit dem Schreiben, aber ich hab jetzt einen Burnout. Mm. Super. Ist ja toll, ey. Dann gibt es mir auch noch auf die Nerven, weil
Heute ist Nerven wie Sascha-Tag oder was? So. Abschließen für jeden außer Sascha, bitte. Dass mir hoffentlich mal keiner auf die Nerven geht, ey. Meine Fresse, gib mir das am Zeiger, ey. So. Dann schnappen wir uns die Reste. Ich weiß noch nicht, mit wem sie da plaudert, aber es ist mir auch egal. Wobei, Baku, lass den mal kennenlernen. Den kennen wir auch noch nicht. Seine Frau, weiß ich nicht, ob wir die noch in der Liste haben. So, mach das mal eben. Was ist los? Ja, tschüss, Eureka, ne? Lol, geht sie gerade durch den Bildschirm vorbei. Tja, ist halt so Bass. So. Das haben wir auch schon in verschiedenen Projekten gehabt mit Bass. Eigentlich das ist doch sowieso gerne Sachen. Dann zerstören wir, wer auch immer hier einen Schneemann gebaut hat, auf unserem Grund und Boden. So. Was zur Hölle, Miko? Du sollst hier nicht noch mehr Müll machen, ey. So, meiner kann das Buch veröffentlichen. Nein! Nein, 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 hab ich gesagt. Wie oft noch Spiel? Ich hab keinen Bock, mit der zu reden. Sie soll sich Freunde suchen. Meine Fresse, ihr scheiß penetranten Hurensöhne von Drecksentwickler-Team. Meine Fresse, ey. Also ganz ehrlich, die sollten auch Finger von dem Spiel lassen, weil sie kriegen es ja eh nicht vernünftig hin. Vollidioten, ey. Ach, scheiß penetranten Art, ey. Genau, Cassie macht das kaputt, sehr gut. Miko, darfst du mal in die Tonne zu den Entwicklern gehen? Nein. Du darfst mit den Entwicklern in der Tonne reden, habe ich gesagt. Rein da. Wenn du Entwickler siehst, bestell Grüße. Natürlich nicht. Also wenn dann auf negative Art, bitte. Wenn Cassie hier Schnee schaufelt. Und ich würde sagen, das reicht dann auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder.